Entdecke Deutschland mit kurzurlaub.de. Jetzt 2 bis 5 Tage frei. Schönen guten Abend, liebe Kollegen, und begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Hallischen FC und den Gästen vom FC Hansa Rostock. Ich begrüße beide Trainer. Der Gast hat wie immer das erste Wort, Pavel Dotschev, bitte. Ja, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass wir heute nicht unser bestes Spiel gemacht haben, dass wir gegen eine starke Mannschaft von Halle zu tun hatten und das vielleicht ein bisschen glücklich war, aber ich denke schon, dass für uns in jetziger Situation ist ja wichtig, jeder Sieg, und ich denke, dass die Mannschaft toll gekämpft hat. Fußballisch können wir viel, viel besser spielen, das ist ja keine Frage. Zu einem, was ich denke, dass unser Fehler war, dass nach dem 1-0, nach dem frühen Tor, nach der Führung meine ich, nach 3 Minuten circa, dann haben wir danach angefangen nur zu verwalten, nur zu reagieren. Das war nicht der Plan. Wir wollten schon das Spiel Halle übergeben und auch mal ein bisschen kommen lassen, aber nicht nach Balleroberung, dass wir den Ball wieder mit ersten Kontakt wieder abgeben. Und da haben wir gar keine Entlastung gehabt. Und oft war auch so, wenn wir auch versucht haben, auch sie anzulaufen, wir sind auch überspielt worden mit einem langen Ball in der Tiefe auf der großen Stürmer. Und dann war komplette Mannschaft natürlich dadurch überspielt. Da mussten wir zweite Bälle setzen, war immer gefährlich. Also es war schon ein verdammt schweres Spiel für uns. Gegen, muss ich auch sagen, wirklich auch starke Gegner. Und ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, wie viel Kritik ich jetzt auch ausüben soll oder muss, weil ich denke, die Mannschaft hat tatsächlich gekämpft, ohne Frage, so wie die Mannschaft von Halle sowieso. Aber ich will nur damit sagen, dass wir nehmen jeden Punkt, den wir nehmen müssen oder können, und freue mich, dass wir heute so dieses schwere Spiel hier für uns entscheiden können. Etwas glücklich, vielleicht glücklicher Sieg, aber gibt es im Fußball oft solche Spiele. Ich habe viele Spiele gehabt, wo wir gut gespielt haben und verloren. Heute ist andersrum. Also deswegen nehme ich diesen Sieg jetzt mit und freue mich sehr, und muss ich auch an Thorsten alles Gute wünschen und sagen, Thorsten, wie die Mannschaft so gespielt hat, dass ich bin mir sicher, ihr werdet noch sehr, sehr, sehr viele Punkte noch holen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pavel Dotschev. Ich übergebe das Wort an Thorsten Singer. Ja, vielen Dank. Es ist so ein Stück weit ein Déjà-vu, ja, wie mein Kollege hier das Spiel analysiert. Also wir hatten diese Saison jetzt schon das ein oder andere Heimspiel, wo der Verlauf des Spieles ähnlich war. Ja, heißt, wir haben über 90 Minuten ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wir haben zu großen Teilen des Spiels den Gegner dominiert und sind dann trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen. Ich erinnere da nur an Fortuna Köln, ja, was ein ähnliches Spiel war, wo wir eben die zahlreichen Chancen nicht reinmachen konnten. Und ich fand heute in der ersten Halbzeit, bis auf die Situation, die zum Gegentor führte, ja, fand ich es ein extrem gutes Spiel von uns. Ja, wir haben ganz viel Ballbesitz gehabt, wir haben viele spielerische Lösungen gefunden, immer wieder den Flügel gefunden, um eben im gegnerischen 16er reinzukommen. Und auch im 16er hatten wir viele brauchbare Situationen, wo wir am Ball waren, wo wir zum Abschluss gekommen sind, am Ende des Tages aber eben nicht so zwingend, dass der Ball eben über die Linie ist. Und in der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr ganz so zwingend. Ich glaube auch, dass dort eine Rolle spielt, dass man mit jeder Minute, beziehungsweise wenn man dann immer mal auf die Anzeigetafel guckt und schaut, oh, wieder 5 Minuten keine Tormöglichkeit, dass dann auch so ein Stück weit Unruhe aufkommt, ja, dass man die Geduld eben verliert, sein Spiel weiter durchzudrücken. Und am Ende des Tages steht tatsächlich für uns eine extrem unglückliche Niederlage, weil ich den Jungs wenig vorwerfen kann. Wir haben genau diese Dinge umgesetzt, die wir machen wollten. Wir haben Hansa Rostock keinen Fußball spielen lassen. Ja, sie haben sich in keiner Phase des Spiels dort mal über mehrere Stationen behaupten können. Dort können wir vielleicht die letzten 5 Minuten ausnehmen, wo sie Kontersituationen hatten und wir nur ganz wenig Leute hinterm Ball hatten. Aber ansonsten haben wir es immer wieder geschafft, im Gegenpressing sie sofort zu Fehlern zu zwingen, selbst wieder das Spiel aufzubauen. Nur dort, wo es eben wichtig wird, wo es drauf ankommt, im gegnerischen 16er, am gegnerischen 16er, haben wir es einmal mehr nicht geschafft, eben den Ball über die Linie zu drücken. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, und ich hoffe, dass dort alle Leute, die uns wohlgesonnen sind, eben mitgehen, dass das
einkalkuliert ist. Ne? Dass wir genau diesen Entwicklungsprozess geplant haben. Also geplant haben, wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir heute gewinnen. Aber dass wir schon damit gerechnet haben, dass nicht immer alle Dinge, die wir uns so vorstellen, trotz guter Leistung aufgehen. Und wir vertrauen weiter den Jungs. Wir glauben auch daran, dass unsere Offensivkräfte Tore erzielen werden. Das ist aktuell noch nicht so der Fall, wie sie sich selbst vorstellen, auch wie wir es uns vorstellen. Aber wir werden das hinkriegen. Und wenn wir es eben bis zum Winter noch brauchen, dass wir die ein oder andere Torschance zu viel vergeben, dann werden wir es in der Rückrunde tun. Also wir werden weiter arbeiten, wir werden weiter unseren Weg gehen. Und ich bin auch davon überzeugt, ähnlich wie es Pavel gerade gesagt haben, dass wir noch viele Punkte holen werden, wenn wir diese Art und Weise Fußball spielen, weiter behalten. Vielen Dank. Ja, danke, Thorsten Zinger. Ich habe die Möglichkeit, wie immer Fragen zu stellen. Bitte um ein kurzes Handzeichen, um das Mikrofon zu übernehmen. Wer möchte? Zur Halbzeit. Man hat die erste Halbzeit gesehen, es hat ja, wie alles beschrieben wurde und wie gesagt wurde, es hat gefehlt, noch ein Tor zu schießen. Matthias Fetsch hat Akkord gemacht, hat wieder eine unglückliche, wie es manchmal so ist. Warum wurde nicht in der Halbzeit schon mal gesagt, also okay, heute wird es vielleicht so nichts in der Kombination, vielleicht, was war die Idee dahinter, nicht zu wechseln? Ja, genau wegen dieser ersten Hälfte eben. Ja, dass wir dort viele Situationen hatten, wo wir nah dran waren, ein Tor zu erzielen, wo wir ganz häufig im gegnerischen 16er waren. Ja, und das Vertrauen darin, dass irgendwann das Ding über die Linie geht, weil sie es eben ordentlich gemacht haben und zwar alle Elf, die auf dem Platz standen, gilt es dort auch eben daran festzuhalten. Und deswegen eben kein Wechsel zur Halbzeit. Morgen gibt es sicherlich eine Spielanalyse mit der Mannschaft. Was sagt man als Trainer seiner Mannschaft, wenn man da sich morgen zusammenfindet und dieses Spiel nochmal rekapituliert? Ja, das, was ich eben schon ein bisschen ausführlicher gesagt habe, ja, dass wir genau mit solchen Situationen umgehen müssen und umgehen werden. Ja, dass wir eine Mannschaft sind, die sicherlich schon auf einem guten Weg ist, die aber noch nicht alles gut und richtig macht. Und dass wir einfach unsere Art und Weise beibehalten sollten und müssen, dass wir genau an diesen Themen arbeiten. Gegnerischer Ballbesitz heißt, das Tor zu verteidigen wäre möglich gewesen. Ja, wenn wir uns dort ein bisschen geschickter verhalten, das ist ein Thema. Und das andere Thema ist eben Chancenverwertung. Und da gilt es nicht, an der Tafel oder im Video irgendwas zu erklären. Das werden wir tun. Aber da gilt es, auf dem Platz zu ackern und dafür zu arbeiten. Und nochmal, wenn wir das wiederholen, wird irgendwann ein Prozess eintreffen, wo es eben auch funktioniert. Und daran glauben wir und das werden wir tun. Wie viel Schüsse aufs Tor von Hansa, also aufs HFC-Tor von Hansa, haben Sie gezählt während des Spiels? Das Tor auf jeden Fall. Ja, das war einer. Und ich kann mich jetzt an keinen weiter erinnern, aber es kann auch sein, dass ich einen verpasst habe. Ich glaube, in der Schlussphase gab es dann nochmal eine Situation. Aber schon mal so ein Spiel verloren, wo der Gegner nur einmal aufs Tor geschossen hat? Ja, klar. Also ich bin dann jetzt keine 12, sondern 40. Ja, und habe auch ein paar Jahre Fußball gespielt. Es gibt solche Spiele, klar, wo man ein bisschen glücklich, also der Gegner glücklich gewinnt. Oder ich habe mit meinen Teams auch schon glücklich gewonnen. Ja, und musste mich oder wollte mich danach nicht dafür entschuldigen. So ist Fußball. Das Allerwichtigste ist, und das hat es immer wieder gezeigt über die gesamten Jahre, und da kann Pavel sicherlich mehr Geschichten erzählen, weil er einfach länger in dem Beruf tätig ist. Das wird sich ausgleichen, wenn man an seiner Art und Weise festhält. Und so wird es ja. Gut, dann bedanke ich mich. Wünsche den Gästen aus Rostock einen guten Hauseweg. Ihnen auch einen schönen Rest. Was haben wir Dienstag? Und wir sehen uns schon am Samstag gegen Unterhaching hier. Vielen Dank.